Hey-ho und willkommen zu einer Nagelnigel-Nügel-Folge, Quest-Folge von Let's Quest Xenoblade Chronicles. Und falls sich jemand wundert, warum gibt's keine FAQ-Folge? Die gibt's erst nächste Woche, weil der liebe Shawn Michaels-Fan bis in dieser Zeit eine neue Statistik für das Projekt fertig haben möchte und auf der anderen Seite noch der ein oder andere Zuschauer eventuell eine Frage stellen möchte. Deswegen lasse ich ein wenig Vorlauf und fahre erstmal mit den Quest-Folgen fort. Ich bin lange nicht hier gewesen. Hier habe ich früher jeden Abend an Rains Waffen geschraubt und an seinem, mit seinem Schrauber. Eigentlich müsste ich jetzt noch bessere Waffen bauen können. Wir haben auch schon bessere gefunden. Seit damals habe ich viele Erfahrungen gesammelt. Ich müsste die ideale Waffe für ihn bauen können. Und kein China-Replikat. Yay, er will ihm ein Geschenk machen. Gut, dass wir ihn nicht in der Truppe haben. Wieso habe ich denn jetzt hier ein rotes Ausrufezeichen? Aha, Waffehersteller, habe ich das schon? Perfekt, die Materialien sind bereit. Dann ans Werk. Ich habe die Dinger echt schon fertig gesammelt. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, Spiel. Die Waffe ist fertig. Die beste, die ich jemals gebaut habe. Ich hoffe, sie gefällt Ryan. Ich hoffe, die Erfahrungspunkte gefallen mir. Die Vanguard-Ramme. Und nicht die Van Damme-Ramme. WTF? WTF? Moment, ich habe gerade Level-Ups gekriegt und bin erst auf Level 79 hoch? Oder was? Verdammt! Ich hab gedacht, ich wäre weiter. War ich denn er? Ich darf. Was? Verdammt! Ich hab gedacht, ich wäre auf Level 79 gewesen mit diesem Speicherstand. So, ich gucke jetzt mal nach. Guck mal nach. Ich guck jetzt. Das darf doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht angehen. Ich hab doch hier. Was zum. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt guck ich mal. 79. Mit Schulk. Moment. Den haben wir nicht gelascht. Den da geladen. Jetzt. Ich gucke mal nach. Moment. Nein, war leider Gottes alles richtig. Ich habe die Quest jetzt quasi nochmal gemacht. Und gucken wir mal, wie die Vanguard-Ramme denn bei dem lieben Rain aussieht. Netter kann ich vielleicht ein wenig Werbung betreiben, weil ich drum, weil ich es freiwillig machen möchte. Und zwar einer meiner lieben Zuschauer, der RealLeg666, hat mittlerweile selber angefangen, LPs zu machen. Und, das Ding ist ja scheiße. Und Beschreibung bzw. Link dazu gibt's in meiner Videobeschreibung. Das Ding ist echt nicht so besonders gut. Und er hat angefangen mit Spore. Und diejenigen, die vielleicht Interesse daran haben, können ja gerne mal hingehen und reingucken. Oder sowas. Mein Gott, der hat alles viel, viel besseres Zeug. Na, auch egal. Ich muss ja den Endkampf nicht mehr machen. Und die Erfahrungspunkte waren es wert. Es gibt jetzt hier in Kolonie 9 noch eine einzige weitere Quest. Dann haben wir soweit alles erledigt. Aber das Problem ist, dass ich dafür, glaube ich, mit Level 90 plus Gegner-Zeugs überhäuft werde. Moment, gucken wir mal. Ich glaube, 5... jedenfalls noch zu hochlevelig für mich. Deswegen machen wir das später. Ich gucke jetzt gerade nochmal nach. Was braucht ihr für Materialien für die Quest? 3 Gorillushörner von den Gorillos, beispielsweise am Bein des Bionis. 3 dicke Rana heute. Die habe ich von den türkischen Ranas bekommen aus einer anderen Quest, falls ihr euch daran erinnern solltet, des Nächtens hier langlaufen, wo diese ganzen vielen froschartigen Viecher quasi auf einem Haufen vertreten waren. Und 3 alte Brutan-Zöpfe gibt's auf dem Berg Wallach von Fuchsia Brutan. Die muss ich irgendwann mal so eingesammelt haben. Und gibt Standardgegner. So, jetzt Tefra-Höhle ist noch zu früh, deswegen werde ich mich jetzt begeben nach der Bein des Bionis ist, glaube ich, noch etwas zu früh. Dann geht's in Kolonie 6 weiter. Yeah, da haben sich welche drauf gefreut. Ich sehe euch in Kolonie 6. Ich gucke jetzt mal, was ich aufbaumäßig jetzt mittlerweile von mir noch machen ist. Da haben wir das Maximum. Da haben wir jetzt soweit alles erreicht. Für speziell Stufe 4. Was bauen sie sich jetzt? Oh mein Gott, sie haben eine Leiter gebaut mit etwas Schutzgebäude drumherum. Das ist ein Wachturm. Ja, wunderbar. Der kann natürlich nicht umkippen, wenn sich Bionis die ganze Zeit bewegen tut. Egal. Wir haben was Neues gebaut. Und es sieht schön aus. Man kann es von weitem sehen. Das Wahrzeichen dann von Kolonie 6. Ein Turm. Ein verdammten Turm. Gibt schon in Lufia genug Türme. Da brauche ich nicht hier noch welche. Muss ich da jetzt hochkraxeln? Man weiß es nicht. Aber, mal gucken. Ich habe jetzt die Stufe 4 komplett. Das heißt, Monster machen die Umgebung von Kolonie 6 unsicher. Sie wurden vom Äther angelockt. Wieso Äther? Ich habe einen Turm gebaut und kein Äther. Die Bewohner haben Angst und ja. Ja, wir müssen Frieden, Freude, Eierkuchen herstellen.
zwei antike Rogel auf dem Stachelweg beim Ätherkollektor. Aber bevor ich mich dauernd hin auf den Weg mache, gucken wir mal ganz kurz Wirtschaft. Da fehlt mir nur die Meereselixier. Natur, da fehlt mir noch viel zu viel Schmodder. Und seht ihr das? Nicht ganz speziell bereits am Stufe 5 hochbauen. Aber zuerst mache ich die Quest. So, ich sehe euch auf dem Stachelweg wieder. Ach du Scheiße, seht ihr das, was da ist? Das ist Ultima Flugweapon oder sowas. Naja, ohne Luftschiff und anrammeln, rammen werde ich das Vieh wohl nicht zur Landung zwingen können. Kann ich das Ding? Volkan Telethia. Können wir damit Polkan tanzen? Ja, da, yippie, yippie, ja, ja, yippie, yippie, ja, ja, yippie, 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 da, die, da, die, da, die, da, die, da, die. Ja, ihr seht, es gibt neue Gegner hier irgendwie. Und das Ereignis am Mekonis Kern. Das Ereignis am Mekonis Kern ist der Auslöser dafür, dass viele neue Gegner auf der ganzen Welt E-Mails verschicken und wir damit auf den Sack gehen. Na komm, nein, doch, das war die richtige Fähigkeit. Einfach mal Massen AE-Schaden reinhauen. So, ihr seht, ich bin erst zum jetzigen Zeitpunkt so richtig in der Lage, den Stufenausbau voranzutreiben, um diese Quest hier überhaupt machen zu können. Und ich muss dafür zwei Level 63 Gegner umbringen, während ich schon Level 79 bin. Das Ganze ist irgendwie ein bisschen schlecht geplant worden seitens der Entwickler, auch wenn natürlich der Kick-Rogel nicht ein wenig was aushalten, wenn man das hier so sieht. Ich werde jetzt meinen mächtigen Superangriff durchziehen, der nicht gut Schaden macht. Aber wenn ich gerade so sehe, mit der letzten Quest, ich habe wie viele Erfahrungspunkte durchbekommen? 72.000 am Stück. Und wenn ich sehe, wie viel wenig sich die Balken dadurch bewegt haben, dadurch verschoben haben, das ist mir ganz anders. Ich habe das Gefühl, ich muss irgendwann mal eine tierische Grinding-Session einlegen, damit ich irgendwann gleich später die Quests irgendwie noch weitermachen kann, weil viele erst so ab Level 90 plus ja, machbar sind. Teufelskanone, das hört sich gut an. Oh, ich steige im Ansehen und ja, ich werde weiter ausbauen jetzt gleich, wenn ich in Kolonie Dings 6 wieder, ach ja komm, das kann ich hier glaube ich auf Onscreen machen. Das dauert ja nicht lange, ich meine, das ist ja alles noch im Speicher der Konsole drin, das ist nicht lange laden, ist gut. Gut. Wohnhäuser ist bereit. Wirtschaft fehlt mir aus Meereselixier. Ich glaube, das kann ich irgendwo tauschen. Und das hier, ja. Wollen wir heute Kolonie 6 komplett aufbauen? Wollen wir das? Wollen wir das uns wirklich antun? Ich habe eigentlich keine Lust auf 10 Stunden lang Aufnahmezeit. Oh mein Gott, ich habe mächtige ballistische Waffen gebaut. Was zum Teufel habe ich hier gerade gemacht? Das spezielle Ortum eine Stufe gestiegen. Ein Truppenstützpunkt wurde gebaut. Dort können nun Sammelitems gefunden werden. Yeah! Braucht es noch? Ich habe keine Ahnung. Ich fresse gerade mein Mikro und finde eine Meisterbrille für den Meister. Jetzt können wir wieder Bücher lesen. Im Hellen. Guck mal, ein Meereselixier und ich weiß, wo ich das andere Zeug finde, weil ich da schon mal was probiert habe. Wisst ihr was? Wir begeben uns auf Itemjagd. Itemjagd. Die erste Itemjagd. Das weiß ich noch, weil ich das mal, das habe ich gerade gesagt, aufs Klim probiert habe, nicht wahr? Wir finden beide Items hier. Also auf der hier eben. Nein, nicht ganz. Ich teleportiere mich auf die Gaur-Ebene, weil wir hier bestimmte Ardon-Viecher für ihre Bärte jagen müssen. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich vielleicht Ricky mit in die Party hole, weil Ricky hat eine schöne Fähigkeit, wenn es um Drops geht, nämlich die Fähigkeit. Moment, ich sollte gerade mal was anders machen, glaube ich, nämlich. Die Fiora ist die einzige aus dem. Stimmt ja, von dem habe ich schon alle fünf. Oh, das hat die Volltapferkeit, ist das gut. Ja, das sieht. Weil mal so schlecht alle Werte. Ah, komm, das ist irgendwann alles voll. Machen wir da weiter. Fiora ist die einzige aus der kompletten Truppe, die ja quasi noch mehr als eine Leiste quasi in irgendeinem Skilltree-Bereich voll bauen haben, whatever muss. So, falls ihr euch noch an eine ganz, ganz weit zurückliegende Questfolge erinnern könnt, habe ich irgendwann mal gesagt, so, hier gibt es in diesem Bereich, wenn ihr weiter geradeaus laufe, also hier weiter nach Süden auf der Karte, einen Item, was ich für später brauche, also was ich jetzt quasi schon gebraucht habe. Aber ja, laufen ganz, ganz hochlevelige Viecher, so ein paar Stück davon. Da muss ich. Was zum Teufel greift mich hier an? Was ist so hirnrissig, mich angreifen zu wollen? Mich überlevelten Heini? Was zum. Es ist tolle Musik, aber. Bist du das? Schützenparra. Ha, 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 ha. Ach, geh sterben, kipp um. So, Level 15. Hier, Magnus Ardon.
sehe es. Was lässt denn nicht locker? Kommt der mir hinterhergelaufen? Das wirst du bereuen, mein kleiner knuspriger Freund. Du kommst in den... Nein, er kommt nicht in den Hof, den wir nicht aufgegeben haben. Ja, der Magnus Ardon, ich weiß nicht mehr genau, wann ich es ausprobiert habe. Ich bin jetzt sogar schon Level, quasi über Level 4. Ja? Droppen ihre Bärte! Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade Glück habe. Nein, feinstes Horn. Glück, glaube ich, auch nur zwei Stück hier von rumlaufen. Deswegen muss ich mich eventuell ein bisschen längerfristig hier offscreen natürlich dann damit beschäftigen, die umzuhauen. Ich brauche drei Stück davon, wie ihr vielleicht gesehen habt vorhin. In der Städtegruppe geht das natürlich wunderbar. Ganz schnell. Und ja, 50 kommt her. Nebenher Ninja Gaiden 3 spielen, weil mir das Spiel doch nicht Spaß macht. Mein Gott, der hat mich fast umgehauen. Na egal, ist unser Tod. Und da kann er nichts mehr machen. Ist ein Bart drin? Jawohl, Hirax-Top, finde ich gut. Hirax Dax, das ist die schwarze Kraft und grauer Adon-Bart. Und davon brauche ich jetzt nur noch zwei Stück. Ja, nur noch zwei ist gut, weil da laufen nur zwei rum. Dann darf ich mich jetzt wieder an den Dingsbums da teleportieren, damit ich die wieder einsammeln kann. Dann sehe ich euch wieder, wenn ich alle gefunden habe. So, was mir gerade aber noch eingefallen ist, ich habe ja noch eine andere Quest offen. Da gibt es ja den Geheimpunkt in Siedler Fernsicht. Nämlich, ich hatte in Kolonie 6 irgendwann nochmal irgendwas angenommen von wegen, ah, da kommt er schon, die Schluchtvalenz, ich glaube, das müsste er sein. Einen der Gegner, die ich dafür besiegt. Das ist jemand, der mir schon öfter das Leben weggehauen hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihn runterhauen kann, also auf den Boden der Tatsachen zurückbringen kann. Weil es ein fliegender Gegner ist, aber es ist ein kleiner fliegender Gegner, da geht das. Also ich bin mal lieber auf Nummer sicher und aktiviere mal meine Rüstung, weil wir ja nur Level 79 sind und das wie ich Level 78. Unterdessen bin ich schlauer geworden, also bin ich schlauer geworden, weil ich Gehirn gegessen habe. Nein, sondern ich habe mir gedacht, verdammt nochmal, Bär, du bist das Gegner. Und du hast doch so eine schöne, ein schönes Gefühl. Nein, du hast so eine schöne Fähigkeit in einem der Talentbäume, die du mit jedem Charakter gekoppelt hast, nämlich dass du des Nächtens irgendwie mehr Erfahrungspunkte bekommst. 20% oder irgendwie sowas. Deswegen habe ich Nacht gemacht, damit ich hier zumindest durch das Besiegen der Gegner noch mehr Erfahrungspunkte kriege, als ich ursprünglich habe. Wir werden da nicht angucken. So, dann ist es an der Zeit, nochmal meinen dicken Spaten hier auszupacken, weil ich die Rüstung anscheinend doch nicht brauche. Wenn meine Aggro-Inhaber hier sich irgendwie mit ihren Fähigkeiten, ihren Juwelen doch mehr hochheilen, als ich es mir zu träumen wagte. Sie doch vielleicht besser ausweichen, als ich es jemals gedacht hätte. Und jawohl, nix drin. Das ist. Oh, mal gucken, was da drin ist. Oh, ja. Doppelklinge. Irrlichtstar. Oh, wow, Junge. Wow! Drei Sockel, wow! Das ist gut. Doppelklinge weiß ich nicht gelesen. Das ist auch gut, dass ich das nicht gelesen habe. Aber ja, das nehmen wir mit. So, gut, wunderbar. Ausgezeichnet. Fantastisch. Das kann ich jetzt drauf lassen. Da ich immer noch mehr Hühnchen zu rupfen habe. Wir sind jetzt hier auf dem oberen Platz. Das ist der untere, das ist der obere. Da gibt es hier den Marstein Sarx. Und von diesem Marstein Sarx aus gesehen, bin ich auch schon mal wegen einer anderen Quest hier langgelaufen. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Aber ihr seht, diese zwei mächtigen, leckeren Braten hier unten lauern. Die zwei Vögel. Und ich muss irgendwas hier einsammeln. Da bin ich ganz leise, ganz langsam hinter die Vögel geschlichen, die hinter die Beine vortras. So, Level 79. Die habe ich, glaube ich, mal mit Level 76 probiert. Habe es auch relativ knapp geschafft, sie umzunassen, diese Bastarde. Und mittlerweile sollte das nicht besser funktionieren. Sie hinterlassen oder können ein Vodra-Ei droppen. Wenn ich sie besiege, brauche nur eins davon für den Ausbau von Kolonie 6. Und das Schöne ist, das ist doch schön. Ja, dann haben wir quasi schon wieder für eine Kategorie alle Beinwohnras erledigt. Ich meine, für eine Kategorie des Ausbaus alle, sagen wir mal, Items eingesammelt. Wow. Ich glaube, den anderen erledige ich einfach nur wegen der Erfahrungspunkte. Vodra Königsfall, ausgezeichnet. Ja, ich erledige den anderen noch. Vielleicht haben die auch schöne Drops oder irgendwas mit drinnen. Ich sehe euch dann an einer anderen Stelle hier auf dem Bein wieder. Ich bin jetzt hier gerade ein wenig weiter runtergegangen, um in eine Höhle zu kommen. Was? Ah, ja genau, den richtigen Angriff. Wo mir dieser riesen Tutor hier, der Held aufgefallen ist mit seinem Level 76 und ganz viel Kleinkram drumherum. Die sollte ich hoffentlich mit genug AE-Fähigkeit wegrotzen können. Machen wir das einfach mal und ich habe mir gedacht, wo ich ihn sehe, ich hole ihn einfach um. Das ist ein, zumindest hoffe ich, dass ich ihn einfach umhauen kann. Ich meine, er ist Level 76, ich habe gerade eben schon etwas Höheres umgehauen, aber er könnte hier irgendwelche hinterhältigen Schnabelfähigkeiten
unter seinen Gefühlen verbergen. Aber nein, das sieht ja relativ gut aus. Ich habe mir gedacht, die Drops und die Erfahrungspunkte nimmst du mit. Und die kleinen Viecher machst du ja auch quasi nebenbei kaputt. Treffen ja eigentlich. Sind Level 15 oder irgendwie so. Wow, was für ein Gelege hier. So, die Dienerschaft ist umgesetzt. Naja, noch nicht ganz. 11 Erfahrungspunkte. Unglaublich. So, nehmen wir das mal mit. Ein Ordnung, genau. Narkose. Ja gut, Asura-Helm habe ich glaube auch noch nicht. Ja, komm, ziel zu. Truthahnerzeichen, passt schon. Gut, ich sehe euch dann. Oh, in der Höhle wieder. So, da bin ich wieder. Ich bin unten angekommen. Hier gibt es Gewitterfleders. Und wenn ich das noch halbwegs richtig zu Köpfen drin habe, dann muss ich hiervon auf 10 Stück, meine ich, war es besiegen, für die Quest von Nix Training. Das sehen wir jetzt. Nein, muss ich nicht. Ist schlecht, weil ich keine Ahnung mehr habe, was es war. Ich gucke nochmal nach. Na gut, nehmen wir das Zeug halt einfach mit. Wow, welch interessante Details sich in meinem Auge offenbaren. Ich bin jetzt hier gerade wieder im Lobhorndorf, im Grenzdorf, und möchte einen Charakter aufsuchen, wo ich einen der Gegenstände ertauschen kann. Habe ich mir gedacht, das mache ich noch, bevor ich nach Kolonie 6 zurückkehre. Und sehe, was meine Augen da offen tun. Es ist ein Gleiter von der Spitze des Bayonets. Wie heißt es noch gleich? Von Alchemoth. Oder von den Alchemoth-Heinis. Nämlich das Interessante ist, ich möchte einen Charakter aufsuchen, der jetzt, also ein Horrentier müsste das sein. War das Sian? Nee, Atael müsste das eigentlich sein. Weil ich jetzt gerade keine Ahnung habe, wo er auf der Karte zu finden ist. Vielleicht ist es ja hier unten. Dass die hier gelandet sind. Also ich finde den Detailreichtum, der sich gerade irgendwie so offenbart, finde ich geil. Und ja, ich habe gerade die Quest auf der Karte. Oh, es ist Atael. Das finde ich gut. Das Problem ist, ich werde die Quest, glaube ich, noch nicht. Verdammt, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Noch nicht annehmen, weil. Oh ja, tauschen wir! Weil das alles mit Level 90 besser zu machen ist, als ich es jetzt tun kann. Machen wir Shorts. Ah, Meereselixier. Ausgezeichnet. Das kann ich dafür eintauschen. Tausch. Ja, komm, nehmen wir das Elementarteilchen, wenn es viel, viel wertvoller ist. Was denn? Verkriege ich aber noch einen extra Gegenstand. Vielleicht lohnt es sich ja. Eulennachtauge, whatever. So, tschüss, bis bald. So, ich habe das Ding. Und ich sehe euch in Kolonie 6 wieder. Was für eine Sauwetterparade hier. Hättet ihr mir irgendwie Schirmchen aufbauen können, wenn ich hier schon euer komplettes Dörflein aufbaue. Wir haben alles. Wir haben alles, was wir brauchen. Und noch mehr, Tuftata. Ich bin ganz ehrlich. Ich habe mir in die Hosen gemacht, als ich mir vorgestellt habe, du willst doch für das LP doch nicht etwa Kolonie 6 auch noch vollständig ausbauen. Und der Wahnsinn, alle Quests machen, aber hat mit der Beschaffung der Items. Oh, Titananzug. Das ist, glaube ich, überflüssig, wenn ich gerade sehe, was drauf ist. Also ich habe keine Ahnung. Wenn ich sehe, was drauf ist, was es zu bieten hat, ich habe gedacht, die ganze Gegenstandsbeschaffung, scheiß die Wand an. Nee, das willst du nicht antun. Ja, ich habe alles. Alles auf Maximum ausgebaut. Ja, ja, leider Gottes ist in dieser Folge nicht mehr genug da oder nicht mehr genug Zeit, um das hier nochmal im Rundgang oder sowas durchzunudeln. Aber jetzt mit dem Ausbau auf dieses, ich glaube von, was ist es? Gut, nein. Entschuldigung. Ich kann jetzt zumindest ja durch den Ausbau der Natur im Minenlager? Zumindest noch in der Äthermine. Jetzt sind die Äther-Kristallvorkommen auf dem Maximum. Ich kann jetzt Stufe 5. Ja, Kristalle quasi. Dort abbauen ist, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, an Rohmaterialien zu kommen, dass ich Agi-Juwelen auf, oder Agi-Juwelen-Material auf Stufe 5 kriege, sodass ich Stufe 6 Juwelen herstellen kann. Für das Maximum. Das ist gut. Ich hätte vorgehabt, ehrlich gesagt, schon das zu machen, bevor ich den Endkampf bestreite, um maximal Agi-Juwelen herstellen zu können, aber, oh, Erfahrungspunkte plus Juwelen. Aber da ich versuche, meine Party halbwegs auf dem, gleichen dann zu halten, was nicht so ganz funktioniert, weil der eine oder andere hat noch irgendeine Fähigkeit, die so hier und da noch irgendwie mal extra Erfahrungspunkte abzwackt. Das ist was ja der Schulk, aber ja, was mir jetzt gerade komisch vorkommt, ist, dass ich die letzte Quest nicht kriege. Oder doch? Wiederaufbau? Ja, ich kann jetzt noch über zwei Leute, glaube ich, hierin einladen, die ich noch nicht eingeladen habe. Aber das machen wir ein andermal. Und ja, wir sind fertig. Wir haben Kolonie 6 komplett aus... Ja gut, abgesehen von den zwei Leutchen, die ich noch rein oder... Nee, Quatsch, drei Leutchen, die ich herbeiholen kann. Funktioniert das? Also, bin ich soweit durch. Oh, ich habe keine neue Quest hier. Auch von der Werner. Der Werner, Beinhard. Hey, was hat ihr denn von der Wirtschaftslage hier? Mies, oder? Ich kann mich gerade über Wasser halten. Haha, bei dem Regen ist das auch gut so.
Und die Schmetterlinge sind auch alle fortgeflogen. Meine Produkte erweisen sich als die reinsten Ladenhüter. Das hört sich nicht gut an. Bla, blam, balam, balam, balam. Ja, komm hier weiter schneller. Mein Lager ist bis unter die Decke gefüllt. Wo? Ich sehe nix. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Wieder, wenn die Schmetterlinge weggeflogen sind, da sind doch alle weg und nicht mehr da. Und also ist das Lager nicht mehr gefüllt. Ja, habe ich geändert, seitdem ich in diese Stadt gekommen bin. Neulich bin ich durch die Stadt geschlendert. Dabei erfuhr ich von einem besonderen Nopon. Einer, der mit den Schmetterlingen sprechen kann. Dieser Nopon kann bestimmt die Schmetterlinge zurücklocken. Vielleicht könntet ihr ihn aufsuchen. Mir zuliebe. Ja, komm, machen wir das. Machen wir das noch einmal, Joe. Dachte mir schon, dass ihr das helfen werdet. Reit noch einmal bei den Nopon in der Stadt durch. Leider weiß ich nicht mehr, wer der Nopon heißt. Machen wir das. Gibt zwei Stück davon, den zweiten weiß ich nicht mehr. Aber der eine ist Noporik, glaube ich. Noporik. Vielleicht französischer Abstammung. Ich meine, Nopon könnte selber alle französische Abstammung machen, weil sie alle der Liebe an einem gefallen sind. Noporik ist der, der den Stress mit der einen Hochentia-Tante hatte. Na, sprech erstmal mal mit ihm. Vielleicht kann ich... Er mochte die Schmetterlinge zurück in die Stadt locken. Ich kann euch helfen, aber vorher müsst ihr mir einen Gefallen tun. Ich möchte, dass ihr mir 10 Todeslitschis bringt. Ich brauche sie, um die Schmetterlinge zurückzurufen. Oh, das ist das, was wir eingesammelt haben in der Gefängnisinsel 2. Und deswegen habe ich den hier aufgesucht, nicht den anderen, weil ich dafür hätte was anderes machen müssen. Ihr habt sie gefunden? Hui, und auch noch so viele. Wach ich oder träume ich? Todeslitschis schmecken wirklich lecker, ein echter Genuss. Was? Schmetterlinge? Ach stimmt, die habe ich schon längst zurückgeholt. Wann das denn? Ich musste einfach nur den Schmetterlingstanz tanzen. So, und jetzt stört mich nicht. Ich habe zu tun, muss essen. Geh zurück zu Werner und sag ihm Beinhard Bescheid. Lass mich raten, du musstest deine Nopon-Pollen verstreuen dafür. Besiegt als nächstes eine größere Anzahl Gegner. Geht hierfür zum Bein des Bionis und besiegt 10 Gewitterfleder. Und achtet auf eure Deckung. Das ist auch der Questgeber von der Trainingsquest von Nick. Und ich werde offscreen bis zur nächsten Folge die Gewitterfleders umdingen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ich hoffe, es hat euch gefallen oder sowas.